Willkommen zurück, Leute, zum Super Mario Maker und 100 Mario Normal First Try or Skip Challenge. Ja, vorab, bevor wir überhaupt über etwa irgendwas reden hier oder uns aufs Spiel konzentrieren, fangen wir mal ganz kurz an mit dem Unschönen. Im letzten Part gab es ein bisschen Probleme mit dem Bild. Das liegt schlicht und ergreifend... Ja, woran liegt das? Das ist eine gute Frage, woran das liegt. Das weiß ich auch nicht so genau. Es ist vermutlich das Aufnahmeprogramm an sich, das da so ein bisschen abspackt. Während ich spiele, sehe ich diese Fehler nämlich nicht. So, das ist halt das Ding. Ich sehe halt immer genau das einzige Bild, das diese Capture Card abgibt. Das funktioniert. Aber die Aufnahme am Ende, da kann es halt ab und zu sein, dass es nicht hinhaut. Und deswegen, ich habe jetzt für diesen Part hier und vielleicht für den nächsten nochmal die Quali ein bisschen runtergedreht. Oh, no. Oh shit. damit ist die Wahrscheinlichkeit für Bildfehler ein bisschen gedämpft. Habe ich zumindest so das Gefühl immer gehabt. Machen wir einfach mal. Damit ist das ein bisschen gedämpft, die Wahrscheinlichkeit. Die Frage ist nun, müssen wir jetzt immer mit dieser Qualität leben wollen und mit der schlechteren? Nein, selbstverständlich nicht, sondern sie wird sogar besser. Besser? Ja. Wow. Ist so. Und ich habe mir nämlich extra für diesen Fall, also ich habe mir jetzt gestern, habe ich mir dann direkt eine Grafikkarte bestellt, eine neue, eine GTX 970. Ihr kennt den schnellen Flitzer aus der Expertenrunde. Und damit kann ich mein Aufnahmesystem komplett ändern. Ich nehme dann nicht mehr über das mitgelieferte Programm auf, sondern über den Open Broadcaster. Und... Broadcaster, lol! Ist das ein Brotkasten-Volo? Nein, das ist ein Aufnahmeprogramm und Livestreaming-Programm. Und das hat die Möglichkeit, dann auch über die Grafikkarte aufzunehmen. Und es ist sehr gut. Und damit wird es dann locker flockig gehen und dann können diese Bildfehler nicht mehr auftreten. Alter, wie er durchdreht. Damit können diese Bildfehler nicht mehr auftreten und dann sollte das eigentlich alles... Ja, ist klar. Kollege, ist klar. Ist klar. Das wird wohl nichts. Da komme ich wahrscheinlich nicht durch. Ja, das ist auf jeden Fall das Ding. Damit wird dann das auf jeden Fall besser. Problem ist nur... ich dachte gerade. Das hat sogar noch den Vorteil, dass ich so Dinge, die ich nicht unbedingt schneiden muss, wie im Grunde den Mario Maker, zumindest dachte ich mir das noch vor ein paar Tagen, aber ich wollte ja ein bisschen im neuen Jahr was ändern am Mario Maker. Zumindest erstmal an den Weltrekordversuchsleveln, Weltparts. Sowas müsste ich dann zum Beispiel gar nicht mehr schneiden und so. Das könnte dann einfach so zack, bumm, hochgeladen werden, wäre voll cool. Aber, ja. Und das Bild wird besser. Also ich... Oh, ist doch First Try or Skip. Das sollte ich nicht vergessen, ne? Weil sonst ist einfach nochmal eiskalt, der Typ. Bin immer noch im Level 3. Mario, so ein Toy-Chest. Hat er gerade SML2 als Beispiel genannt? Oh, das sollen die Schweine sein, die Dinger spucken. Oh, das sollen SML2-Level sein. Wie geil. SML2 speedrunne ich. Das ist total cool. Super Mario Land 2, Leute, ist der Shit. So ein gutes Spiel. Wissen viele leider Gottes nicht zu schätzen, wie gut das ist. Auch wenn ich SML2 hieraus nicht hundertprozentig erkenne. Ich erkenne diese Stelle wieder, ja. Schon ungefähr. Wären wir jetzt im neuen Jahr, würde ich das Mario Land 2 Level hier mit reinschneiden. Wenn wir im neuen Jahr wären, ne? Okay, hier wäre normalerweise eine Feuerblume. Hier wäre eine Feuerblume, oder? Ah, wusste er, ne? Wusste er, der Mann, oder weiß er, das weiß er. Der kennt sich aus, natürlich. Ganz nett, ja. Normalerweise, also im neuen Jahr würde ich mir diese Mühe machen. Diesem Jahr noch nicht, Freunde. Diesem Jahr noch nicht. Habt ihr euch so gedacht, ne? Schade eigentlich, dass es nicht im neuen Jahr... Warum machst du nicht einfach? Weiß ich auch nicht, weil ich... wird halt wieder so knapp. Kriegst aber sogar einen Stern für, weil Mario Land 2 ist halt durchaus so eine Sache, die ich sehr, 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 sehr gerne sehe.
Oh, ich habe sogar noch ein Thema. Geil, ich habe ja sogar noch ein Thema. Pass auf. Genau, jetzt Ohrenspitzen, liebe Freunde der Nacht. Wie heißt das Level? Nintendo Zone? Nintendo, das heißt nur Nintendo. Lol, weil da oben Nintendo steht. Ich flippe förmlich aus. Das ist ja der Wahnsinn. Nintendo, ich bin so dumm! Gott! Wie dumm! Troll! Oh, ob das wohl ein First Try wird? Hier im Trolling-Level? Wahrscheinlich darf man keine Items mitnehmen. Naja, wobei, ich habe genügend Möglichkeiten, mein Item zu verlieren. Ist ja gar nicht mal so das Problem, würde ich sagen. Fallen hier mal rein und wir haben das Troll-Level im First Try geschafft, weil wir krass sind. Leute, du bist krass. Du und ich, wir beide, aber vor allen Dingen du. Du bist besonders krass, Mann. Ich finde dich gut. Danke, dass du zuschaust. Vielen, vielen lieben Dank. Genau, das andere Thema. Ich schaue gerade den 602, das 602 Race. Also nicht gerade jetzt, aber ich mal pausiere dieses gerade. Das ist ein Race. Also sowas wie ein One-on-One, nur mit mehr Leuten, ne? Und das Ganze über Streamerino. In dem es darum geht, 602 Sterne zu sammeln in Super Mario 3D Games. Das bedeutet 120 Super Mario 64 Sterne, 120 Super Mario Galaxy Sterne, 120 Super Mario Sunshine Sterne und 200 fucking 42 Super Mario Galaxy 2 Sterne. Jetzt kann man sich fragen, wie lange soll das zur Hölle dauern? Es gibt Leute, die brauchen sehr lange und es gibt Leute, die brauchen dafür rund 22, 23 Stunden. Das sind dann die, die echt schnell sind in allen Spielen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich brauchen würde. Ich hatte vorhin einmal so ein bisschen durchgeskippt. Da saß auf jeden Fall jemand nach fast 5 Stunden noch an Mario 64. Da dachte ich mir, Alter. Der Don't Move können wir nicht gebrauchen. Da dachte ich mir auf jeden Fall, Alter. Die Trolling-Welt. Da ist er aber lange unterwegs, ne? Der hat einen langen Tag vor sich. Aber es gibt ja auch dann immer die Leute. Okay, da ist nicht das Ziel, ne? Ich dachte gerade. Es gibt ja auch immer die Leute, die. Da ist das Ziel. Okay. Die Leute, die ein Spiel gar nicht können. Die sich dann durch das eine Spiel quälen, um dann den Rest relativ schnell abzuschließen. So. Das ist halt so das Ding. Da gehe ich einfach dann in dem Moment von aus, dass das so ist. Weil alles andere wäre ein bisschen Wahnsinn. Und ja, voll geil. Voll geil, gucke ich auf jeden Fall gerade. Und das ist immer zweimal im Jahr, im Sommer und im Winter. Im Sommer stelle ich mir das schrecklich vor, muss ich sagen. Wollt ihr echt im Sommer 602 Sterne einsammeln? Alle neuen Features genutzt hier. Ich dreh durch. Das habe ich tatsächlich so noch gar nicht, noch nie benutzt. Boah. Ist der Shit. Mehr oder weniger. Haben wir jetzt auch noch P-Türen? Da muss ich wahrscheinlich rein, ne? Sehr gut. Ja, das ist so das Ding. Das gucke ich gerade. Und ich überlege halt, ich würde gerne nächstes Jahr den auch machen. Aber dann im Winter. Natürlich. 2016 im Winter, Freunde. 602 Race. Bei mir auf dem Kanal. Also auf dem Streaming-Kanal. Je nachdem, auf welcher Streaming-Plattform ich dann bin. Vermutlich auf Twitch. Ich sag das jetzt mal so. Vermutlich auf Twitch. Ja, das wird geil. Das wird geil. Und ich emme heute sehr viel. Ich habe gestern noch gesagt, ach, ich emme ja so wenig. Das ist total super. Und heute geht's voll ab. Völlig ab. Aber das liegt daran, weil ich bin sehr unvorbereitet gerade auf diesen Part. Das fiel mir so spontan ein. So bam. Ach ja, das ist Race. Klar. Boah. Und das wird halt voll cool, weil dann muss ich so Sachen wie Galaxy 2, Sunshine und Galaxy 1, die muss ich noch komplett erlernen dieses Jahr. Huh. Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Und das kommt ja noch zu den anderen, die ich sowieso auch noch lernen wollte dieses Jahr. Ich will einige Runs lernen dieses Jahr noch. Ah, wird mega cool. Ich freue mich generell. Ich muss sagen, 2016, ich freue mich richtig. Aber das hier soll noch nicht der Jahresendpart werden. Ach, please, Anneliese, das wird doch nichts.
Tschüss. First Try or Skip ist halt immer das Schöne, dass man an solche Level einfach, ne? Musste gar nichts zu sagen, von wegen so, ich kotze. Nein, du hast verloren, weil es halt unfaire Scheiße war. Und dann startest du neu. Machst das nächste Level. Ist doch mega gut. Das ist doch mega gut. Hier soll ich doch auch gleich arschbombenmäßig irgendwas finden, ne? Oder so. Wie konnte dieses Level auf normal landen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber ich glaube, es können auch Easy-Level auf normal kommen oder so. Das ist vielleicht ganz knapp an der Grenze. Vielleicht bin ich auch der Erste, der spielt. Vielleicht war ich der Erste, der spielt. Das kann halt auch sein. War ein krasses Level auf jeden Fall. GG, Mann. GG. War schon gut. Ja, 2016 wird super. Aber ich denke, ich werde auch so ein... Ich glaube, wir werden an Silvester natürlich auch wieder einen Mario Maker Part haben. Ist ja logisch. Und da werden wir dann so ein bisschen... Da werden wir mal ein bisschen gucken so, ne? Was war denn? Was war denn so 2015? Gab's da irgendwelche krassen Dinge, die passiert sind, ne? Kannst du das auch rappen, Follow? So als Rap machen? Das wäre voll fremdscham-mäßig. Würde ich mega gut finden. Kannst du knicken? Die Fremdscham gönn ich keinem. So. Das mache ich nicht. Eventuell war das eine Anspielung. Wer weiß. Der eine oder andere wird sich jetzt denken, jo, okay, ich weiß Bescheid. Die anderen nicht. Ist egal, Leute, ist egal. Nicht der Rede wert. So, Level 10. Wenn wir das jetzt auch noch packen, dann Faser in Zahn von Kevin. Der Kevin, der hat was Schönes gebaut mit seinem Papi. Zusammen und beide finden die Gumba-Türme gut. Naja, aber solche Gumba-Türme sind ja noch. Ist ja noch okay. Sieht okay aus bis hierhin. Durchaus okay. Solides NSMB-Level. Fast schon. Doch. Oh, hier mit Wandsprüngen ein bisschen arbeiten. Gab's sowas in New Super Mario Bros. Eigentlich, dass man wirklich auch mal mit dem Wandsprung arbeiten musste, um weiterzukommen? Da bin ich mir... Ah, da Vater und so. Und darauf bezogen. Nicht, dass er das mit seinem Papa gebaut hat. Aber vielleicht doch. Ich will das nicht ab... Das weiß man nicht, ne? Eventuell schön mit Papi zusammengebaut. Ist auch schön. Natürlich. Ich habe mit meinem Papa nie ein Mario Maker Level gebaut. Aber es ist auch zu lange her. Aber ich habe mit meinem Papa logischerweise, so wie wir alle, Lego gebaut, ne? Oder Playmobil... Ne, Playmobil eigentlich nicht. Ich war ja kein Playmobil-Kind. Mein Bruder war das Playmobil-Kind. Ich war das Lego-Kind. Und machen wir uns nichts vor. Lego ist auch schon cooler, ne? Mein Lego, das ist so voll erwachsen. Lego kann man auch als Erwachsener noch spielen oder tun viele Erwachsene, sagen wir es mal so. Ist halt echt so, ne? Viele Erwachsene kaufen sich ja immer noch hier so ein... Aber dann kauft man sich halt so ein Lego-Todesstern oder so ein Shit für 5000 Euro oder was. Ja, so teuer sind sie nicht, aber die sind schon ziemlich teuer. Und ich bin nicht so... Ja, ich bin nicht so der Bautyp. Ich baue nicht gerne Sachen auf. Ist halt wirklich so. Wahrscheinlich mag ich deswegen auch nicht Minecraft. Ja. Ich mag Minecraft halt nicht sonderlich, weil da muss man sich halt was einfallen lassen, um was zu bauen. Und das ist dann auch im Grunde... Also wenn man jetzt das normale Minecraft spielt, ne? Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen... Lass sie mal bitte treffen. Nicht von irgendwelchen Mods. Ah, da hätte ich auch oben hin können. Na gut. Nicht von irgendwelchen Mods oder PvP-Gedönse, sondern einfach nur das stinknormale, bau dir was zusammen. Und das ist halt deine einzige Aufgabe im Endeffekt. Klar, du musst doch überleben, aber hey, das kann man sogar ausstellen. Von daher nehmen wir das mal als nebensächlich und gehen nur auf den Baugedanken. Dann ist das halt nur was für Leute, die wirklich Lust haben, sich da hinzusetzen. Ich habe mir jetzt eine Idee, klopp da was zusammen und dann sagen, oh, guck mal, wie schön. Auch immer so das Ding, wenn mir jemand Minecraft halt schmackhaft machen wollte, dann ging es halt los, dann zeigten mir die Leute ihre Welt so, ne? Dann kommen die an und sagen, ja, und hier haben wir dann unser Schwimmbad und hier ist unser Park und guck mal, hier ist das Schloss. Und dann stelle ich immer, dann kommt halt immer von mir die Frage und ja... Das ist ja alles schön und gut. Was mache ich jetzt damit? Was kann ich jetzt damit machen? Nichts. Nichts. Das ist es nämlich. Du baust das und dann steht es da
Und dann kannst du es dir angucken. Wow. Das ist ja toll. Weiß ich nicht, da kommt bei mir die Begeisterung einfach nicht. Da habe ich keine, da habe ich einfach kein Empfinden für. Das ist halt, sowas geht an mir komplett spurlos vorbei, wo ich mir denke, nee, nein, keine Kunst, keine Kunst. Das ist nicht die gehobene Let's Play-Kunst. Natürlich gibt es Leute, die bauen da krasse Dinge. Ja, schön. Aber im Endeffekt kannst du sie auch nur angucken und dir denken, aha, cool. Und das war's. Das war's halt. Es ist nicht meins. Das ist nicht meins aus dem Alter. Aus dem Lego-Alter bin ich raus. Sagen wir es mal so. Tust immer so einen auf alter Mann und. Ja, aber in solchen Fällen bin ich dann halt auch so ein alter Mann. Ist halt wirklich so. In solchen Fällen bin ich dann auch so ein alter Mann. Und das ist für mich dann auch völlig okay, in so einem Moment ein alter Mann zu sein. Komplett okay. Weil es hört halt irgendwann auf. Da habe ich sogar mehr Bock auf Pokémon Stadium. So ein paar Pokémänner verklopfen. Ja, verklopfen natürlich. Ein paar Pokémänner verkloppen und dabei immer wieder dieselben 18 dummen Sprüche zu hören. Da hätte ich schon mehr Bock drauf. Generell habe ich ein bisschen Bock auf Pokémon Stadium, muss ich sagen. Pokémännchen Stadion, ja doch. Gucke ich mir auch ganz gerne mal an. So, ja. Hab ich immer durchaus interessiert. Auch wenn man jetzt sagen würde, ey, das passt so gar nicht zu dir, Wollo. Das stimmt. Passt es auch nicht. Und dennoch habe ich Lust. Es sind halt diese Ausnahmen. Es sind halt diese Ausnahmen im Leben, ne? Die das Ganze schmackhaft machen. Man darf nicht auch immer alles direkt verurteilen. So bin ich ja auch nicht, ne? Glauben viele. Dass ich immer so direkt so sage, nee, das will ich nicht, finde ich doof. Aber so ist es gar nicht. Ich probiere auch viel aus. Sieht man auch an den abgebrochenen Projekten. Er probiert halt viel aus und versucht es, ne? Es ist ja immer so, dass ich will es ja durchaus versuchen, irgendwelche Sachen gut zu finden, ne? Das ist halt so das Ding. Ich will versuchen, Sachen gut zu finden, aber wenn sie dann einfach überhaupt nicht mein Geschmack sind, dann ist es eben so. Dann kann man da nichts gegen machen. Bin halt auch nicht mehr an dem Punkt, wo ich sagen muss, ey, scheiße, ich habe jetzt 60 Euro für das Spiel ausgegeben oder so. Das muss ich jetzt gut finden, weil das nächste Spiel, wann kriege ich das? Das dauert halt ewig. In diesem Modus bin ich halt nicht mehr. Ey, das ist das SMB, ey, das ist das Schloss von, das SMB 3 Final Bowser Schloss, steht das da auch? SMB 3 Cooper's Castle, tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, das ist doch hier nachgebaut, das erkenne ich doch. Aber ganz interessant, dass man es nicht so wirklich nachbauen kann, ne? Sieht man, wow, das war ein bisschen eng. Ein bisschen eng. Guck mal, hier brauche ich gar nicht, hier brauchen wir gar nicht die Tricks anwenden. Geht so von alleine. Und den gibt's hier eigentlich auch nicht. Den gibt's hier eigentlich auch nicht. Wo ganz an, die anderen dürften eigentlich gar nicht schießen. Auch hier einfach Lava kann er nicht anbringen. Und hier sollte Bowser sein. Hier noch so ein richtig nerviger Bowser-Kampf. Wunderbar. Oh, vor allen Dingen, das Problem ist halt, dieser Bowser macht ja nicht das, was er in SMB 3 machen würde. Sondern er macht ja, was er will. Da ist ja halt das. Wobei, ich kann ja. Genau. Okay, jetzt ist halt scheiße. Aha. Musst du durch? Ja, komm, Bowser. Ich weiß, du willst es. Und du tust es auch. Wundervoll. Ja. In dem Modus bin ich halt nicht mehr. Deswegen ist es für mich auch nicht mehr so wichtig, irgendwelche Spiele in den Himmel zu loben und zu verteidigen. Da kommt ihr auch noch hin. Wenn ihr euch jetzt denkt, hey, jetzt mache ich gar nicht deswegen. Doch, tust du. Aber du wirst damit aufhören. Früher hätte ich auch gesagt, ich mache das nicht deswegen. Weißt du? Das ist so das Ding. Später weiß man es besser. Sogar Weltrekord. Geil, noch zum Abschluss einen richtig nicen Weltrekord hingelegt im SMB 3 Bowser Castle. SMB 3 ist auch so ein Spiel, das ich gerne runne, in dem ich aber nicht sonderlich gut bin. Also ich bin schon gut für den Normalsterblichen, aber vom Speedrun ist das noch ein gutes Stück entfernt. Von so einem richtig guten Speedrun. Ich würde aber dennoch sagen, liebe Leute, das war die First Try or Skip Challenge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben geben. Bis dann und ciao.